Servus Freunde, heute befinden wir uns auf einem alten Schießstand, beziehungsweise wo die Waffen eingeschossen wurden. Alter, eingeschießt. Eingeschießt. Ne, wo die Waffen eingeschossen wurden. Hier war ich mal als Kind, das ist aber schon so lange her. Aber wir wollen. So lange ist das jetzt nicht her. Naja. Und ja, wir gucken jetzt mal, was wir hier finden. Und es soll ja auch noch ein Tunnel geben, ein Tunnelsystem, was hier hochgeführt hat. Mal gucken, was davon noch übrig ist. Mal sehen, was wir finden. Gut. Das erste Gebäude, was wir jetzt hier sehen. Guck mal, da ist so eine fette Tüte. Oh ja. Die ist schon ganz schön dick. Aber wir gucken mal auf dem Gelände weiter. Hier oben war auch mal irgendwas. Hier stand mal was oder weiß ich, was es mal war. Ja? Das ist komisch, dass das so eine Schräge ist, ne? Ja, das ist so komisch angeschrägt. Wir haben wieder unsere Panasonic dabei. Heute wird mal wieder mit der Panasonic gefilmt. Und das Gute ist, ich kann euch das zeigen, es ist ein Zoom. Wir können auch so machen, Christian. Christian? Guckst du auf meinen Pickel? Gucken wir mal zusammen hier. Wachhäuschen? Ich denke mal, das wird mal ein Wachhäuschen gewesen sein, so wie das hier steht. Ja, das könnte sein, so wie es aussieht. Wieso? Das sieht jetzt nicht drin. Aber oh. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Tunnelsystem, falls wir es finden. Das wäre natürlich mega. Ja. Sowas mag ich. Das gibt es hier noch? Ja, guck mal, man sollte sich aber hier überall mal umgucken. Was ist das? Warum sind da so Balken drin? Haben die da nur so eine Windinke drin oder war das nur irgendein Eingang? Das war mal irgendwas. Eingang würde ich jetzt nicht sagen, aber können wir mal reingucken. Nee, ist nichts drin. Aber so wie die Stallbalken hier, gell? Da können wir mal gucken. Denn hier? Nee, das sieht aus wie ein Schützengraben oder sowas. Okay. Da ist aber zu. Guck mal, haben die da mal das Loch? Mal gucken. Oder konntest du nicht so, weißt du? Nee. Ja. Oh, das ist auch schon böse kaputt hier. Ja, ist schon derbe kaputt. Der Hauptpunkt ist das Tunnelsystem, was wir hier suchen. Aber trotzdem interessant. Es ist halt auch ein Lost Place, ne? Ein Stück Geschichte eigentlich, oder so nicht? Ein richtiges Stück Geschichte. Aber je weiter du läufst, kommen immer solche kleinen Tütchen hier. Habe ich schon erwähnt, dass ich Laufen hasse? Da ist auch noch was. Wahnsinn, du läufst den Weg lang und überall ist was. Ein Bett. Da. Na gucken wir mal, also wie gesagt, Tunnelsystem, Hauptaufgabe von diesem Video. Aber ich denke mal, wir sind guter Dinge, dass wir das finden. Da oben ist auch was. Was aus Beton. Ja, weiter, das geht sogar weiter, guck mal. Das nächste. Das ist wie so ein Eingang. Ja, das war quasi so der Schießstand hier drin, weißt du? Ja. Hier drin haben sie getroffen. Das ist ja cool. Deswegen sind auch die. Aha. Da, weißt du? Was? Deswegen sind auch die Mauern hier. Ha? Die Querschläger. Ach, da geht's doch. Ist ja Wahnsinn. Okay. Ist schon geil. Wie gesagt, ich war hier schon ewig nicht mehr, aber es ist geil. Wieso der Bau, die Bauart ist schon cool. Ja. Ich sagte gerade, das ist nicht das Einzige. Das geht hier immer weiter mit diesem. Was hast du gesagt? Schießstand. Ja, Schießstand schon, aber guck mal, da ist ja gerade so Metall drin. Ja, aber quasi hier drin haben sie ja geschossen, denke ich. Das ist schon. Deswegen hast du hier oben diese Mauern, die Querschläger. Ja, das ist schon mega. Da, das geht immer weiter. Da ist noch einer, da hinten ist noch einer. Cool. So, schauen wir mal, was das hier ist. Das ist wie so eine alte Garage oder sowas, oder? Ja, oder hier haben sie reingeschossen. Von da aus. Weil da ja auch, weil das so schräg ist hier. Ja, genau. Hier so. Hier hängt ja nicht ein Stahlträger. Ich nehme an, hier haben sie drauf geschossen. Hier werden vielleicht, wie heißt es, so Scheiben gegangen. Guck mal, da hinten geht es aber auch weiter. Ja. Da. Dass hier Scheiben hängen, weißt du? Na? Das ist schon krass, hä? Da oben. Ah. Sagen wir hin. Könntest du dir ja, auf jeden Fall ein sehr geiles Gelände. Es macht sich immer mehr. Es zeigt sich immer mehr es zeigen sich immer mehr Gebäude. Das okay, Beste von Gebäuden auf jeden Fall. Aber wir laufen schon ein Stück, gell?
vorne, was ihr vorhin gesehen habt, was ihr jetzt seht, dieser Unterstand, ich nehme an, dass die von hinten auf die Ziele geschossen haben. Da vorne rein. Ja. Da haben die auch geschossen, ja? Dadurch. Nehme ich an, denke ich mir jetzt einfach mal, weil du hast ja von beiden Seiten diese Wände. Denkst du mal wegen Querschläger, ne? Das kann natürlich sein. Hier geht's ja auch weiter. Was liegt denn da hier rum? Da ist eine große Brücke. Oder was ist das? Die Autobahnbrücke. Ach, Entschuldigung. Christian hat mich immer. Wir sind mal auf Tour gefahren und hat Christian, also ich bin gefahren auf der Autobahn. Ich weiß gar nicht, wer dabei war. Es war, glaube ich, André oder Anthony, einer von beiden. Und auf einmal sagte Christian zu mir, Holger, du musst hier runter, auf der Autobahn. Habe ich gefragt, links oder rechts? Weißt du das noch? Ja. Das war geil. Da steht noch so ein Wachturm, ne? Das sieht aus wie ein Wachturm. Gehen wir hier mal hin. Das könnte mal eine Absperrung oder ein Schild. War da mal ein Schild dran? Guck mal, da war was dran montiert. Das sind so Zerschrauben auf den Stützen hier. Und hier? Hier war der Schluss, oder? Das war doch mal irgendwas. Guck mal, das sind doch Fenster. Siehst du das? Meinst du, das ist ein Schützengraben? So sieht das aus. Warte, ich geh mal hin. Ich geh mal mit euch da hin. Oh! Ja. Auf jeden Fall geht es da nicht irgendwie runter oder so. Das sieht aus wie, du hast recht, ein Schützengraben. Also haben die hier auch noch weiter. Da ist auch wieder was. Da ist auch wieder so ein Gestell oder sowas. Also ja, geht hier immer weiter. Guck mal, das wird auch passen. Von da aus haben sie rausgeschossen, da vorne auch das Ding drauf vielleicht. Ja. Eventuell. Das Schild, was wir eben gesehen haben. Je weiter du läufst, der Baum ist schon richtig da drin. Guck mal, da ist richtig reingewachsen. Ja. Zum Gebäude hier unten, weißt du? Ja, na dann werden wir jetzt langsam mal auf die Suche nach dem Tunnelsystem gehen, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wir sind raus. Da vorne geht es dann gleich raus. Also Tunnelsystem. Genau. Gut. Wir bewegen uns jetzt mal zum Tunnelsystem. Wir können da den einen Weg noch hochlaufen. Vielleicht geht es da noch weiter. Hast du gesehen, wie steil der hochging? Nein. Also wenn das er den Weg meint, den ich da gesehen habe, ist er sehr steil. Da denkt doch nie dran, dass ich alt bin. Und fett, hat er jetzt aber gesagt. Arsch. So, wir sind jetzt schon auf dem Weg Richtung Höhlensystem. Ich weiß nicht, wo Christian langläuft, er hat anscheinend einen Plan, ich mal wieder nicht. Oh, oh, oh. Schöner Weg für dich. Alter, ernsthaft jetzt? Ich glaube. Hier runter. Oh. Schräg? Ja, ich laufe schräg. Ach du Scheiße, wenn ich jetzt falle, Freunde. Ihr Lieben, dann fallt ihr mit. Gut, dass ich gute Arbeitsschuhe an habe. Pass auf, hier liegt irgendwelche Tiere. Was liegt da? Ja, und so, irgendwelche Farbe. Und wir haben die Möhren da geschnitten. Idioten. Ah, hier liegt eine Platte. Da bist du aus. Hab ich doch gesagt, deswegen mach langsam. Oh, ey, wenn du hier ausrutscht, hier ist Blech. Guck mal. Wenn du da reinfällst. So. Da ist er. Da ist der Eingang. Okay, ich komme. Bin ich hier. Halt echt langsam machen, Alter. Ja. Ey, ich habe keinen Bock hier auf die Kusche zu fliegen. Eieieiei. Holger schwitzt, guckt ihn euch an. Oh, ich komme hier nicht runter. Er liegt schon wieder. Ah, der Hang hier ist echt heftig. Aber wir wollten nicht hier übers Wasser, weil das war das Problem mit dem Wasser. Oh. Und an Füßen. Hört auf zu lachen! Ist nicht witzig. Was ist, wenn der Eingang jetzt zu ist? Dann sind wir umsonst runtergelaufen. Da kriegst du eine Naht. Hier macht
Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Okay. Mal gucken, wie weit wir überhaupt reinkommen, weil das sieht da drinnen schon wieder sehr komisch aus. Ja, das sieht aus wie nicht. Au! Das war's auch schon. Echt jetzt? Ja. Ach Mann. Weiter kommen wir nicht. Lass uns mal hier unten langsam. Das ist nur so ein kleiner Verschlag. Aber wir geben natürlich nicht auf. Also bis jetzt haben wir nichts gefunden. Christian geht jetzt nochmal da runter, weil da unten wie so eine Art Beton-Goodie-Ding ist. Das wird er sich jetzt mal anschauen. Na, wo ist er? Und das ist ganz schlimm an der Sache, ich bin gerade diesen Berg hoch, weil unten ja angeblich nichts ist. Und wenn er jetzt unten was findet, muss ich wieder runter und wieder hoch. Und ich habe eben schon überhaupt keine Luft mehr gekriegt. Wo soll er jetzt eigentlich hin? Da. Da dort ist er. Da unten steht er. So, nach unendlich langer Suche, Christian, haben wir es endlich geschafft. Mehrere Eingänge sogar, gell? Noch zu finden. Also, wir können uns jetzt ein paar Tunnel angucken. Uiuiui. Wie weit sie gehen, werden wir sehen. Ich pumpe schon wieder wie ein fetter Maikäfer. Aber hat sich gelohnt. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da vorne, da ist schon das erste. Dahinter das zweite, dritte, vierte und dann geht's los. Also es wird auf jeden Fall spannend. Wenn euch das Video gefallen hat bis jetzt, lasst gerne mal einen Daumen da. Oder schreibt eure Meinung, ob es euch bis hierher gefallen hat. Wäre auch ganz mal interessant. Ganz mal interessant. Hm. Was läuft denn jetzt? Abonniert kostenlos die Glocke. Nein, unsere internen Witze. So, wie ihr seht, ist da das erste Loch. Christian, geht mal oder guckt mal rein, was wir da drinnen sehen. Was? Geh mal rein. Geh mal rein, genau. Schau mal und wenn, dann komme ich hinterher. Halt. Geil. Ey, das ist echt groß. Ey, fick dich. Guckt euch Holger an. Ich habe so Taschenlampe. Ach, wir können ja eigentlich auch das Licht anmachen. So, Freunde. Was haben wir denn hier, Christian? Strom? Antivirus-Kasten? Ja, eine Lampe, geil. Mit Bonnes über die noch ganz. Cool. Also wir sind jetzt in diesem, was ist das, Tunnelsystem? Ich bin gespannt, was wir hier sehen. Das sieht schon mal mega cool aus. Also das Tunnelsystem von den alten Schießstand. Das geht aber auch schon weit drin, ne? Muss ich sagen. Christian macht in Ruhe seine Bilder und ich werde mal warten. Ach, man muss sich auch mal umdrehen. Schöne alte Holztür. Und der Lichtschalter ist abgebaut. Aber ich denke mal, hier drin wird kein Strom mehr gehen. Das ist mega. Ach du Scheiße, geht das weit runter. Leute, seht ihr hier hinten den hellen Punkt? Den da. Da hinten das Licht, bis da runter geht. Weißt du, wie weit das runter geht? Nee. Komm mal her. Siehst du den hellen Punkt da hinten? Bis dahin geht das. Boah, das ist ja echt groß. Das war beheizt. Kann das sein, dass... Warum? Warum sind diese Stufen hier? Das weiß ich auch nicht. War das ein Luftschutzbunker? Weiß ich nicht. Dass sie sich da hinsetzen konnten oder was? Große Betrieb würde es wieder anbieten. Ja, auf jeden Fall ist jetzt hier die Heizung und hier ist auch wieder Tageslicht. Das hier ist auch wieder offen. Wir können mal hier auf dem Typenschild gucken. Was wir hier sehen. Elektronische Schaltgeräte Krimmer. Und ich sehe kein Bauvorhaben. Immer wieder dasselbe Raum und das bis dahinter. Echt irre. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hast du das gesehen? Nee, aber vielleicht haben wir Glück und irgendwo ist hier doch noch was offen. Oh, 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 Leute, Alter. Leute, hier ist ein toter Fuchs. Das gibt's doch nicht. Der kommt drüber raus. Da ist ein toter Fuchs. Oh, es hat sich nur kurz alles zusammengekrampft bei mir, Freunde. Das arme Tier. Der ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger hier. Machen wir ein Foto. Traust du dich vorbei? Oh, Leute.
verwest gerade, gell? Hier drinnen. Oh Leute, Leute, ich gehe vorbei. Hammerhart, ich habe da mega Respekt vor Tieren. So. Ab und zu müssen wir uns mal umdrehen, Christian, weil wir gucken nicht nach hinten. Vielleicht sehen wir irgendwas Schönes, wie diese Tür dort oder irgendwas. Vielleicht, ich hoffe, dass wir nicht. Ich glaube wirklich, dass wir dafür gedacht haben. Dass das ein Firmenluftschutzbunker ist. Ja. Dass die Leute sich dann hier hinsetzen konnten. Da kann man 7 wahrscheinlich. Wir können mal gucken, ob hier auch so eine Zahl dran ist. Nee, doch, aber die ist schon verblichen hier. Es geht immer noch bis dahinter, bis ganz dahinter. So, schauen wir mal, was wir noch finden. Da steht schon wieder eine 7. Wieso steht hier? Kann das eine 7 sein? Ich weiß es nicht. Gucken gleich mal. Hier ist nichts. Nichts Gefährliches. Also nach dem Fuchs bin ich ein bisschen 5. Eine 5. Und eigentlich müssen wir jetzt auf Christian warten. Der da hinten seine Bilder macht. Und zwar, ich mache erstmal die Lampe aus, das reicht doch hier. Dieses gelbliche Licht. Christian, die kleine Tunnelratte. Hallo, fokussierst du? Also es ist schon, wie Christian, denke ich, sagt, von der Firma oder von dem Schießstand, oder die Firma hat was mit dem Schießstand zu tun gehabt, der Luftschutzkeller dafür. Ja. Und das können wir uns auch nicht erklären jetzt. Aber siehst du, wie der Beton drückt, trotzdem steht das Ding mit Bomben. Ja, das ist ja ordentlicher Beton. Du siehst ja schon die Bewährung da durchkommen. Da ist ordentlich Bewährung drin. So. Ach, guck mal. Aber der ist zusammengefallen, der Tunnel. Hier ging es mal weiter. Oder sie haben den Zug gesprengt. Die Russen kamen nicht, haben den Zug gesprengt. Hundertprozentig. Ja. Aber da ging es mal weiter. Hier ist wieder offen. Und hier sind ganz viele Trabi-Reifen. Ohne Ende. Ich bin ja mal gespannt jetzt. Oh, das ist der letzte Raum. Aber wir sind sicher, dass es hier noch weitergeht. Weil wenn man nämlich mal hier guckt, seht ihr das? Da. Es geht hier noch weiter. Aber nur ein Stück. Wir werden uns auf jeden Fall draußen nochmal umgucken. So, wir suchen jetzt mal den Christian. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh, das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Hier ist auch das ganze Stromnetzding. Und hier haben wir. Haben wir jetzt hier ein Baujahr, also ein Baujahr? Nein? Ja? Ja? Ich fühle mich wie ein Erlebnisberg. Das ist cool mit dem roten Licht, auf jeden Fall. Muss das Licht auch mal, das ist vielleicht noch besser. Warte. So, Leute. Wir sind im Erlebnisberg. Ist das nicht cool? So, wir haben den nächsten Tunnel entdeckt und scheinbar ist das ein größerer, oder? Ja, längerer. Längerer. Guck, ob er noch weggeht davon. Jetzt gehen wir mal hier rein. Und schauen mal. Licht. Und los geht's. Warte mal, ich mach mal meine Taschenlampe mit an. Und dann. Oh, das sieht schon ganz gut aus, ne? So. So, Leute. Ihr Dieb. Wir haben den Tunnel entdeckt, den wir eigentlich suchen wollten. Und haben mit deiner Spielzeuglampe. Haben, ja. Was will ich mit meiner Spielzeuglampe? Hat er recht. Er macht Licht. Die sind cool, oder? Ja. Die brauchen sonst wie viele Jahre für so und so viel. Also die ist aber schön runtergekommen, ne? Ja. Die haben so wahrscheinlich mal versucht, noch was weiterzumachen. Aber der Stein ist geil. Vielleicht geht es da weiter. Gucken wir uns mal hier ganz herunter. Hier sind ja doch solche Nischen.
Lauf mal dann vor mir, weil sonst habe ich nur meinen Schatten drauf. Ja, das sieht aus wie Rohbau. Ja. Die angefangen und nicht fertig geworden. Auch mit dem Boden so, weißt du? Bin mal gespannt, was jetzt hier ist. Ja. Hier hat meine gebuddelt. Hm? Versucht zu buddeln. Hier haben sie gesprengt. Da sind die Sprenglöcher. Hm? Hast du es drauf? Sprenglöcher. So, Leute. Der Tunnel hat leider ein Ende. Jeder Tunnel hat ein Ende. Christian schaut nochmal dort. Und. Genau, ich gehe jetzt wieder Richtung Ausgang. Dass dieser Tunnel, das ist eigentlich der Grund gewesen, warum wir hierher gefahren sind. Und in dem Video haben wir natürlich noch viel mehr gesehen, was ich richtig geil finde. Wir haben noch viel mehr entdeckt, als wir wollten. Jetzt geht's wieder an das Tageslicht. So, ihr Lieben, Christian kommt, Christian erzählt. Ja, das war der alte Luftschutzstollen für die, oder ja, Luftschutzstollen. Luftschutzbunker, besser gesagt Luftschutzstollen für den großen Betrieb, der hier mal war. Wenn ein Angriff geflogen wurde oder irgendwas, sind die dann hier in die Bunker gegangen und haben sich dann aufgehalten. Deswegen war das auch beheizt und deswegen waren hier diese Sitzpodeste. Ja. Genau. So. Und ihr habt vorher auch den Schießstand gesehen, wie gesagt, ich habe es ja schon erklärt. Wir wollten eigentlich wegen diesem Tunnel hierher, haben noch viel mehr entdeckt, als wir wollten und ist auch gut so. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert kostenlos. Aktiviert kostenlos die Glocke. Lasst gerne ein Abo da. Und schreibt was Nettes in die Kommentare. Es war ein spannendes Video. Wir sind viel gelaufen. Und wir sehen uns nächste Woche Freitag zu einem weiteren Lost Place. Und ich laufe wieder den Berg hoch. Und wir sagen bis dahin, auf morgen, bis Wiedersehen. Ciao. Tschüss.